Mein Vater hat mir am 5. Uhr morgens angerufen. Und das Erste, was ich gehört habe, eigentlich, es ist Krieg. Вначале он думал, что это какая-то игра. Потом он стал уже понимать, что это война. All the people in all the cities of Ukraine are in danger. Der Krieg in der Ukraine bewegt die ganze Schweiz. Wir müssen herausfinden, wie es jungen Ukrainerinnen und Ukrainern dabei geht. I have my family. They are living in Donetsk. They are of course scared. And all the people in all the cities of Ukraine are in danger. It's not just the problem of Ukraine. It's the problem of Europe. Ich mache mir natürlich Sorgen für meine Familie, für meine Bekannten und Freunde. Das ist schlussendlich mein Land und es geht ums Überleben. Auch die 24-jährige Lilia ist in der Demo in Bern, weil ein Teil von ihrer Familie in Kiew lebt. Mein Vater hat mir am 5. Uhr morgens angerufen. Und das Erste, was ich gehört habe, eigentlich, es ist Krieg. Das Erste, was ich gemacht habe, also direkt also am Grenig, ganz morgen, wo du weißt nicht, was mache ich, kann nicht helfen, ich bin hier. Und ich mache mir sehr, sehr Sorgen auch um meine Familie. Meine Geschwister sind noch ganz klein. Körperlich und so geht es ihnen gut, jetzt zum Glück noch. Aber halt mentaler Druck ist sehr rum. Ich glaube, dein Bruder ist ja 4, oder? Wie, weißt du, wie er sich fühlt? Checkt er das? Ich glaube, er kommt nicht ganz daraus, was passiert, aber er ist auch sehr unruhig. Es ist traurig, dass er in diesem Alter muss sehen, was Krieg ist. Mein Vater ist recht stark. Er probiert vor seinen Kindern stark zu bleiben, aber ich sehe die Angst in seinen Augen, wo er halt nicht weiß, wie es kommt. Ich habe mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten geredet, aber am meisten ist mir die Lilia geblieben. Ihre Geschichte hat mich sehr berührt. Darum haben wir uns entschieden, sie ein paar Tage später nochmals zu treffen, um sie zu fragen, wie es ihr und ihrer Familie in Kiew jetzt geht. Die Demo hat mir schon gewisse Stärke geben und auch meine Familie im Fall. Sie hatte richtig Freude, dass wirklich die ganze Welt die Ukraine eigentlich unterstützt und vor allem auch die Schweiz, die eigentlich auch ein neutrales Land da ist. Du weißt, dass deine Familie Lebensgefahr ist und du kannst gar nichts machen. Du wachst jeden Morgen auf und das Erste, was sie machen, läuft immer mit dem Bär an. Потому что постоянно передают воздушные тревоги, и мы не знаем, куда прилетит ракета. Потому что мы, мужчины, ходим домой, берем какую-то еду. Большая часть мужчин находится в территориальной обороне. Поэтому лично я чувствую отлично, но очень-очень сильно переживаю за всю свою семью. Хорошо. А как мужчина относится к этой ситуации? Вначале он думал, что это какая-то игра, что мы прячемся от какого-то монстра. Потом он стал уже понимать, что это война. И он спрашивает, почему на нас хочет напасть Россия. Не понимает. Насчет оружия. Ты уже думал, чтобы взять себе оружие и пойти в бой? То есть у нас нет здесь мужчин, с которых лично я знаю, которые не возьмут оружие и не пойдут в бой. Уже половина моих коллег уже с оружием. Это территориальная оборона. Они уже в строю. Сейчас очень большой наплыв людей, и иногда очередь несколько дней, чтобы встать, поступить в этот отряд, он называется «Территориальная оборона». А всему миру я хочу сказать, что мы очень чувствуем поддержку, и мы сейчас говорим с ребятами, что нам придется теперь топить, помнишь слово русское, что это обозначает? Значит, работать за всех, топить за всю Европу, и то, как нам уже доверяет Европа. Ihre kleinen Brüder schlafen seit Tagen im Bunker, sagt Lilia. Sie hat Angst, dass ihn diese Erlebnisse traumatisieren könnten. Ich habe einfach mega Angst, dass er nicht weiterleben kann, wo er die Bilder wird haben sich. Also ich habe eine Schwester dort, sie ist 12. Das ist auch, ja, für sie ist es sicher auch, ja, alles neu und schockierend. Jetzt habe ich vor allem Angst, weil er mir eigentlich jetzt klar und deutlich gesagt hat, dass er weiss, dass er eigentlich in Krieg geht. Und je näher sie kommen, desto sicherer ist er, dass er jetzt wirklich eigentlich geht. Weil, ja, das ist sein Land. Und er will es beschützen und seine Familie und seine Kinder, genau.